So, hallo liebe Zuschauer zu einem Abo-Special Weihnachtsgeschenk, wie auch immer man es nennen will, so ein wenig. Wir haben 1300 Abonnenten jetzt endlich erreicht, das wäre ein Abo-Special würdig. Es ist bald Weihnachten, das wäre würdig für Dingenskirchens, ihr wisst schon, Weihnachtsspecial und so weiter und so fort. Auf jeden Fall dachte ich mir, einfach mal mich aufzunehmen, während ich die Wochenschau aufnehme, weil ich da immer wieder Fehler Outtakes produziere und so weiter und so fort. Und das könnte vielleicht ganz lustig sein für den einen oder anderen. Und ja, viel Spaß. Großen Teil der Zeit werdet ihr mich einfach nur irgendwie zuhören sehen und so weiter. Das ist so, ich habe hier meinen Text, den lese ich. Dann höre ich mir den nochmal an, dann verschiebe ich den. Eventuell nehme ich ihn nochmal neu wieder auf. Manchmal verzweifle ich, weil ich irgendwas Scheiße aufgenommen habe und so weiter und so fort. Viel Spaß. Krabla und herzlich willkommen zur Star Trek Wochenschau. Als vor 2 Wochen bekannt wurde, dass Quentin Tarantino die Regie... Ich habe Quentin Tarantino geschrieben und das hat mich aus dem Kontext gezogen. Quentin Tarantino. Nochmal. Als vor 2 Wochen bekannt wurde, dass Quentin Tarantino die Regie des nächsten Star Trek... Reboot-Film. Ja, der Text ändert sich manchmal auch nochmal, während ich aufnehme. Als vor 2 Wochen bekannt wurde, dass Quentin Tarantino die Regie des nächsten Reboot-Films übernehmen wird, gab es bereits erste Gerüchte über die Autoren, ja. Und, Als vor 2 Wochen bekannt wurde, dass Quentin Tarantino die Regie des nächsten Reboot-Films übernehmen wird, gab es bereits erste Gerüchte über den Autor des Films. Ein immer wieder genannter Name war dabei Mark L. Smith. Jetzt hat Deadline exklusiv berichtet, dass der Autor von The Revenant offiziell das Drehbuch für den 14. Star Trek-Film schreiben wird. Hey! Nachdem Potemkin Pictures die letzten 3 Monate erstaunlich zurückhaltend war, hat die Fanfilmschmiede Ende letzter Woche mit... Ich habe geatmet und dadurch ein Worthaspler drin gehabt. Nachdem Potemkin Pictures die letzten 3 Monate erstaunlich zurückhaltend war, hat die Fanfilmschmiede Ende letzter Woche mit New Orders einen neuen Fanfilm veröffentlicht. Gefällt mir noch nicht. Nachdem Potemkin Pictures die letzten 3 Monate erstaunlich zurückhaltend war, hat die Fanfilmschmiede Ende letzter Woche mit New Orders einen neuen Fanfilm veröffentlicht. Das wird sich das voll ganz gut schön machen. Ich war zuerst mit dem Kopf so weit zurück. Damit. Nachdem Potemkin Pictures die letzten 3 Monate erstaunlich zurückhaltend war, hat die Fanfilmschmiede Ende letzter Woche mit New Orders einen neuen Fanfilm veröffentlicht. In den knapp 6 Minuten verfolgen wir... Wörter im Skript vergessen, ist doof. In den... Damit! In den knapp 6 Minuten verfolgen wir ein Abenteuer von Janice Rand, nachdem diese die USS Excelsior unter Captain Sulu verlassen hat. Der Fanfilm ist selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Star Trek Bridge Crew ist letzten Mai erschienen und hatte als VR-Spiel ein großes Problem, das sich anscheinend in der Spielerbasis widerspiegelt. Noch ist die VR-Technologie relativ teuer für VR-Technologie. Star Trek Bridge Crew ist letzten Mai erschienen und hatte als VR-Spiel ein großes Problem, das sich anscheinend in der Spielerbasis widerspiegelt. Noch ist die VR-Technologie relativ teuer, wodurch viele neugierige Spieler nicht in der Lage sind, dem neuen Star Trek-Spiel eine Chance zu geben. Ich habe 9 gelesen, das stand nicht 9, mit 9 ist es besser. Publisher Ubisoft versucht nun neue Spiele anzulocken, indem dieses Problem mit einem kommenden Patch behoben wird. Star Trek Bridge Crew ist jetzt ohne VR. Moment, kommend, mit einem. Ja, am Anfang habe ich geschrieben, dass es noch, der Patch noch kommt. Und, neue Spiele anzulocken, indem dieses Problem. Patch behoben wurde. So. Publisher Ubisoft versucht nun neue Spiele anzulocken, indem dieses Problem mit einem Patch behoben wurde. Star Trek Bridge Crew ist jetzt ohne VR-Brille und klassisch mit Tastatur und Maus spielbar.
Was ist das Problem, wenn man den Satz nur halb ändert und sich nicht nochmal durchliest? Das ist ja doof. So. Publisher Ubisoft versucht nun, neue Spiele anzulocken, in denen dieses Problem mit einem Patch behoben wurde. Star Trek Bridge Crew ist jetzt... Publisher Ubisoft versucht... Warum tweet jetzt Skype und bringt mich aus dem Konzept? Publisher Ubisoft versucht nun, neue Spiele anzulocken, in denen dieses Problem mit einem Patch behoben wurde. Star Trek Bridge Crew ist jetzt ohne VR-Brille und klassisch mit Maus und Tastatur spielbar. Satz ist doof formuliert. Publisher versucht nun, neue Spiele anzulocken, indem er dieses Problem mit einem Patch behoben hat. Oder ließ? Er ließ es ja von dem Entwickler beheben. Das heißt, eigentlich hat Ubisoft selber das Problem nicht behoben, sondern der Entwickler. Ubisoft hat aber wahrscheinlich dem Entwickler gesagt, so wird Storm, dass die das machen sollen. Least. Mit SZ, dann Least mit S wäre im Lesen. Deutsche Sprache, Scheißsprache. Oder war das doch? Das kommt mich gerade durcheinander. Least mit SZ, ja. Publisher Ubisoft versucht nun, neue Spiele anzulocken, indem er dieses Problem mit einem Patch beheben ließ. Ich hab's richtig gesprochen, da steht aber behoben noch und das hat mich aus dem Kontext gebracht. Das ist der vorletzte Absatz. Wenn ich den fertig habe, hab ich schon fertig. Und ausgerechnet bei dem hänge ich jetzt. Publisher Ubisoft versucht nun, neue Spiele anzulocken, indem er dieses Problem mit einem Patch beheben ließ. Star Trek Bridge Crew ist jetzt ohne VR-Brille und klassisch mit Maus und Tastatur spielbar. Habt ihr Bridge Crew bereits schon oder werdet ihr es euch jetzt holen? Und was haltet ihr von Smith als Filmautor? Warum habe ich eigentlich meinen Kopf gerade so schief gelegt? Ja, mit Bridge Crew habe ich komisch ausgesprochen und ich habe das Mikro geangelt. Habt ihr Bridge Crew bereits oder werdet ihr euch es euch? Es hat so schön angefangen. Habt ihr Bridge Crew jetzt? Habt ihr Bridge Crew bereits? Deswegen habe ich euch nach, ich habe doppelt bereits geschrieben. Und dann wartet er die ganze Zeit, dass da irgendein Wort kommt, was gleich kommt, weil dazu. Habt ihr Bridge Crew bereits oder werdet ihr es euch jetzt holen? Und was haltet ihr von Smith als Filmautor? Jetzt hoffen wir mal, das ist gut ausgesprochen, als es. Game! Die Wochenschau ist nicht sonderlich lang, da ist nicht sonderlich viel. Das wird eine der kürzesten Wochenshows. Ich glaube, die kürzeste war 2 Minuten, 1,5 Minuten, so also in dem Dreh. Keine Ahnung. Ja, das war die Aufnahme. Mal schauen, wahrscheinlich werde ich hier irgendwelche tollen Übergänge machen, dort, wo ich nur irgendwie meinen eigenen Aufnahmen zuhöre. Wird wahrscheinlich langweilig anzuschauen sein, wenn ich einfach hier sitze und... Und ja. Die Wochenschau, die ich hier aufgenommen habe, werdet die meisten von euch wahrscheinlich schon gesehen haben. Sie ist trotzdem auch nochmal in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und mein Bart sieht komisch aus. Es sieht aus, als ob ich hier irgendwie so ein Ding hätte. Also jeder Bart so wäre und hier nix wäre, obwohl hier auch Barthaare sind. Meine Güte, das sind graue Haare, glaube ich. Ich werde alt. Okay, danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es war relativ unterhaltend. Bis dann. Ciao.